Herzlich willkommen 2022 bei Wolle 158. Ja, ich wurde öfters angeschrieben, weil ich mal wieder ein Video mache. Und ich will zumindest versuchen, wie jedes Mal doch mal öfters wieder ein Video reinzubringen. Aber es ist tatsächlich so ein EEP, man kann eigentlich nur eins machen, entweder Anlagen bauen, wo ich schon lange von ab bin, eigentlich, oder eben an Modellen basteln. Wir sehen hier Bahnhof Brohl. Ich hatte euch ja im letzten Video, das war irgendwann voriges Jahr, mal so einiges vorgestellt, was an neuen Modellen bei mir auf der Anlage, auf der Platte liegt. Und ich denke mal, ich will mal versuchen, dieses Jahr das so ein bisschen zu mixen, dass wir wieder ein bisschen rumbasteln hier an Anlagen, aber auch gleichzeitig mit den neuen Modellen ein bisschen arbeiten wollen. So, das erste Modell war ja damals Brohl BE. Der ist jetzt mal hier so ein bisschen schon in Szene gesetzt hier. Ein paar Figuren da noch hingepackt. Und den Bahnhof dementsprechend auch dann gestaltet. Ja, so könnte das ungefähr aussehen, wenn er nachher fertig ist, wenn er rauskommt. Dazu waren ja auch schon einige Züge und Waggons, die ich angefangen hatte. Und jetzt sind wir so weit, dass das erste Set so gut wie fertig ist. Ich habe hier nochmal überarbeitet, hoppa lang her, die D1 und die D2. Ich habe es ein bisschen farblich auch anders gestaltet hier. Ich weiß, dass es nicht so ausgesehen hat, sondern dass die hier unten diese rötliche Färbung hatte. Vielleicht ändere ich das auch nochmal. Aber soweit sind diese beiden Loks hier komplett jetzt fertig. Und haben auch schon ihre LOD-Stufen, so dass die jetzt auch in den Shop könnten. Angefangen hatte ja damals alles mit dem eigentlichen Bau der MAG. Die ist jetzt auch soweit durch, hat auch schon ihre LOD-Stufen, also wäre auch bereit, dass die jetzt für die User in den Shop gebracht werden können. Diese beiden Wagen, der Güterwagen hier, dann der Sommerwagen, da klappt jetzt auch alles schon wunderbar, sind belegt mit Fahrgästen und zusätzlich können dann noch per Klebefiguren oder die neuen Güterfiguren mit Physik X, die wir eingesetzt haben, die können jetzt hier auch noch mit reingebracht werden. Also nicht nur die übliche Variante, dass Figuren ein- und ausgeblendet werden können, sondern es können jetzt auch noch zusätzlich dann eben diese Klebefiguren mit reingebracht werden. So, machen wir mal hier kurz. Das wären dann, wenn die Fahrgäste weggeblendet sind, und hier sehen wir schon, dass denn die anderen Figuren, die noch nicht eingebaut sind, zum Beispiel wie diese olle Dame hier, die habe ich so gemacht, dass zwar die Physik X auf den Bänken liegt und dann eben so versetzt, dass die im Grunde genommen auch reingestellt werden kann. Also das klappt eigentlich auch wunderbar hier. Die Dame, die ist auch Physik X und klebt dann am Sitz fest. Also der ganze Wagen kann hier dann vollgepackt werden mit Figuren. Da sind ja schon einige im Shop gelandet, nicht von mir, sondern von anderen Konstrukteuren. Und da kann so ein Wagen dann richtig schön vollgemacht werden. Mit den Achsen hier, das klappt soweit wunderbar auch schon. Die einzige Problem war hier natürlich mit den entsprechenden Trittbretter drinnen, dass vorher diese Klappen hier hochgehen. Aber das funktioniert
jetzt mittlerweile auch. Machen wir mal die Tür rechts hier. Ne, Tür links machen wir. Mal gucken. Ja, die Klappen gehen erst hoch und dann gehen die Türen erst auf. Und genauso natürlich dann auch mit Tür rechts. Funktioniert es auch wunderbar. Ja, das wäre dann der Sommerwagen. Und hier zum ersten Set, was mit rauskommt, ist dann hier der VB50. Hat Beschriftungsfunktion drin. Und auch hier die Türen dann zum Öffnen. Ich habe sie jetzt so geschaltet, dass beide Seiten mal gleichzeitig geöffnet werden können. Und drüben dann natürlich auch mit der linken Seite können auch gleichzeitig geöffnet werden. So, Fahrgäste können versenkt werden, wieder vorgeholt werden. Das sind die üblichen Fahrgäste drin. Und dieser Wagen hat bereits auch schon LOD-Stufen. Noch ein, zwei Sachen, die ich da gefunden habe, die noch abgeändert werden müssen. Und dann könnte im Grunde genommen das Teil auch mit raus. Also das erste Set wird dann höchstwahrscheinlich sein, die D1, D2 und dieser Wagen dazu. Und im zweiten Set sind es dann die Wing-Güterwagen plus die Mack dazu. Und dann werden so nach und nach die anderen Sachen hier rauskommen. Es wurde schon so weit weitergearbeitet, auch an den entsprechenden Güterwagen, die wir hier noch haben. Einmal dann auch mit Physik X, dass sie aufgesetzt werden auf die beiden verschiedenen Containerwagen drauf hier. Oder eben die entsprechenden Kessel hier aufgesetzt werden können. Auch mit Physik X. Ich hoffe, dass das alles soweit klappt. Und dann sind praktisch drei Varianten möglich mit diesen Geschichten. Auch hier einmal fest aufgebaut nochmal. Und natürlich dann hier auch ein paar Achsen mit eingebaut, die wir dann. Machen wir erstmal ja die Ladung weg. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das hier. Ladung wollte mal drinnen lassen. Ich wollte erstmal hier die Plane wegmachen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich mit der Plane mache. Und auch mit diesen Gittern, weil ich auch Fotos gefunden habe, ist noch zusätzlich hier so ein Gitter drüber, was dann auch. Erstmal jetzt so gemacht das von mir, dass es weggeblendet werden kann und natürlich dann auch die Ladung, die sich dann langsam verringert. Ja, also einmal eine feste Variante, wo der Container fest drauf ist und dann kommt die zweite Variante eben, wo auch diese Container gewechselt werden können und dann hier auf die entsprechenden Wagen auch aufgesetzt werden können. Ja. Ja. Dann kommt noch hier dieser Schüttgutwagen dazu. Da bin ich auch noch ein bisschen am Basteln, so recht fertig sind sie noch nicht. Muss vor allen Dingen noch die Mechanik mit den Klappen hier gemacht werden. Und alles andere ist schon soweit überarbeitet, also auch kurz vor der Fertigstellung. Denn dazu habe ich jetzt endlich Unterlagen bekommen, auch was gefahren ist auf der Brutalbahn. Der VT 3031 in zwei Varianten. Einmal habe ich die Variante gefunden mit den entsprechenden Puffern hier vorne noch und dann so wie sie wohl brutal gefahren ist, hier einmal ohne diese entsprechenden Puffer drin. Mit der Einrichtung soweit habe ich schon angefangen, fehlt jetzt nur noch vorne und hinten der entsprechende Führerstand. Und dann sind diese soweit auch fertig. Also ist eine ganze Menge passiert. Dazu habe ich mir so ein bisschen als Showanlage in Anlehnung natürlich am Original die entsprechenden Aufsteckgleise hier gebaut
für BE, wo man auch wirklich so einige Sachen machen kann, hier mit Wendezüge oder beziehungsweise mit Umkoppeln und dann die weitere Fahrt zurück zum Bahnhof Burgbrohl, den ich dann auch nachgebaut habe. Die Einzelteile habt ihr ja schon gesehen. Hier können wir noch andere Variante sehen, hier hinten auch noch ein paar Aufstellgleise gemacht, nebenbei so ein bisschen ausprobiert, den VT 42 in zwei Varianten, dass man den vielleicht so ja auch einsetzen kann hier in Brohl, aber wie gesagt, der ist da nicht gefahren, sondern der VT 31 oder VT 30 ist da gefahren. Da kommt auch noch ein Beiwagen hinzu. Leider habe ich zum Beiwagen da noch keine weiteren Unterlagen gefunden. So, dann schauen wir uns mal kurz um zum Bahnhof Burgbrohl. Das könnte dann, wenn er zusammengebaut ist, so aussehen hier. Hier dieser Schuppen. Und dann das Bahnhofsgebäude selber, auch nochmal mit einem extra Schuppen. Rumprobiert man mit der Draisine. Funktioniert noch nicht so, wie ich das eigentlich haben wollte, aber kriegt vielleicht auch noch irgendwann hin. Und hier dann eben der Bahnhof Burgbrohl, ein bisschen ausgestaltet. Und das klappt hier schon wunderbar. Diese kleine Showanlage vom Bahnhof Burgbrohl bis Brohl BE ist natürlich nicht originalgetreu nachgebaut. Die Strecke fehlen zwei Bahnhöfe unterwegs noch, die dazwischen eigentlich sind. Bloß so als kleine Schuhanlage wollte ich das eben so machen. Auch der Hintergrund, der stimmt natürlich nicht. Das sind noch alte Entwürfe von mir, von den Havelhäusern, die ich mal gebaut hatte oder mal angefangen habe. Und die passen eigentlich ganz gut hier in dieses Bild rein. Ja, hier auch so ein Test von mir. Hier habe ich einen Ural gebaut. Ja, funktioniert auch schon ganz gut. Gut, aber zurück zu unserer Anlage. Ihr seht, ich habe hier schon angefangen. Das geht dann über ein Aufstellgleis, was aber noch verändert wird nachher mit verschiedenen Zugkombinationen. Alles, was eben neu hier zugehört oder auf 1000 mm ist auf diesen Aufstellgleisen schon mal drauf. Und das soll eben zwischen diesen beiden Bahnhöfen dort ein reger Verkehr herrschen, einfach zum Ausprobieren und zum Rumbasteln. Und zum Rumbasteln gehört natürlich auch, dass wir hier die Haltepunkte setzen, dass hier ein Zugwechsel, weil es ja eine Eingleisestrecke ist, aber hier dann Zugwechsel erfolgt, dann mit entsprechendem Bahnübergang, der hier mit drin ist. Und natürlich in BE, da soll dann mit Fahrstraßen gearbeitet werden, dass wir Güterzüge zum Beispiel hierauf schieben können, Lokwechsel erfolgt. Oder die Personenzüge hierauf kommen, dass dann umgesetzt wird, wieder vorne angekoppelt wird. Also hier könnten wir einiges dann so ein bisschen zusammenbasteln und zusammenbauen, weil wir hier auch die entsprechende Möglichkeit dann dazu haben. Hier sind Aufstellgleise, haben wir hier. Hier können wir dann die Kehre machen über drei bzw. vier verschiedene Gleise, das wieder vorne angekoppelt werden kann an die Personenzüge. Dann werden wir mal sehen, wie das so alles passt. Und natürlich dann hier die Werkstatt vielleicht noch mitnutzen. Hier wurden auch noch für 1000 mm zwei verschiedene Pufferwagen gebaut. Aber da hat sich dann herausgestellt, dass da kaum jemand Interesse dran hat an solche Wagen. Und dann stehen sie eben bei mir auf der Anlage drauf. Ja, das war erstmal so der große Überblick. Das heißt also, ich möchte einfach nur verbinden, meine Modelle vorstellen von 1000 mm, die Anlage weiterbauen und dann hier auch gleich so einen kompletten Zugbetrieb, wie das sein
sein könnte, dann vorstellen, dass wir uns hier was zusammenbasteln. Ich denke mal, damit ist denjenigen geholfen, die gesagt haben, Mensch, mach doch mal wieder Filme, hat mir gefallen, was du da gemacht hast. Und ich habe es oft versucht, auf die einfachste Art und Weise zu erklären. Ich muss aber gleich von vornherein sagen, dass ich hier nicht mit Lua arbeiten werde. Da müsste ich mich wieder derartig reinknien und dazu habe ich nur wirklich keine Zeit, weil ich ja doch in erster Linie damit beschäftigt bin, mit dem Modellbau. Da ist auch noch einiges Neues dazugekommen, wo ich schon die erste kleine Anlage gemacht habe, aber dazu dann später. Das hat was zu tun mit der Molly und da steht dann auch schon das erste kleine Diorama. Das zeige ich euch dann vielleicht noch später. Also ich versuche wenigstens einmal im Monat so einen kleinen Film rauszubringen, wo wir dann gemeinsam dran weiterbauen können. Das erstmal für das Jahr 2022 als Start. Ich hoffe, ihr seid alle gut drin gerutscht und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder zum nächsten Film. Tschüss, sagt euch Wolle 158. Bye, bye.